Hallöchen meine Äffchen und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Minecraft Chill. Und wenn ich sage Aufnahmesession, dann meine ich ab jetzt auch Aufnahmesession. Jawohl, ja, meine Maus hakt hier irgendwie so ein bisschen rum, ist ein bisschen mysteriös, aber passt schon. Ja, denn ich werde Minecraft Chill jetzt nicht mehr wie zuvor jede Folge an abmoderieren, sondern ich werde jetzt einfach am Stück ganz lange aufnehmen oder solange ich halt kann. Und werde entsprechend die Folgen nachher schneiden. Das kommt einfach viel besser. Da kann ich die Länge besser bestimmen. Und kann mal, wenn es spannend wird, wenn es spannend werden sollte, dann kann man auch einfach mal sagen, ja, hier mache ich jetzt einen Schnitt und so. Ne, ihr wisst ja Bescheid, wie das läuft bei uns YouTubern. Wir sind ja Schweine, möchte ich sagen. Okay, wo waren wir denn stehen geblieben? Wieso gucke ich so mysteriös Richtung Feld, als ich mich hier eingeloggt habe? Das war alles ganz, ganz komisch. Und es laggt so ein bisschen. Ich hoffe, man sieht das in der Aufnahme nachher nicht. Ich habe hier so mysteriös Richtung Feld geguckt. Ich glaube, das Letzte, was wir gemacht haben, war einfach, dass ich mich geräuspert habe. Nee, war einfach, dass wir tatsächlich irgendwas am Feld gemacht haben. Jetzt sollten wir aber gleich erstmal schlafen gehen. Und nachdem wir schlafen waren, dann habe ich erstmal eine ganz, ganz wichtige Sache zu erledigen. Erstmal ganz kurz uns hier durchwursteln irgendwie. Der Wald hier muss natürlich auch noch weitergemacht werden. Gott, sind diese Wellen laut. Was ist denn da los? Erstmal schnell Richtung hier, du weißt schon, ne? Bettchen und so. Bettchen. Bettchen ist gut. So, hallo. Hallo, Bettchen. Gute Nacht. Gut. So, schauen wir mal, was es zu machen gibt, was es hier zu holen gibt. Eine ganz wichtige Sache, wie gesagt, muss ich nochmal eben machen. Und zwar, die drei Steine hier. Die soll ich unbedingt entfernen und gegen Erde austauschen. Na, das ist doch... Alter, das lag. Das ist doch überhaupt kein Problem für uns. Wir haben ja hier eine Spitzhacke und wir haben Erde. Deswegen tauschen wir das mal so aus. Und ich hoffe, Frau Zuschauerin ist damit zufrieden. Das würde mich sehr freuen. So, dann gehen wir mal hier raus und schauen mal, was es hier Schönes zu holen gibt. Wir haben ja den Weg hier so ein bisschen gebaut, ne? Das war so, ich glaube, die letzte Amtshandlung, die wir so gemacht haben. Und das hier ist ein bisschen störend, muss ich sagen. Das ist jetzt nicht so nett. Aber hier sind anscheinend einige Bäume gewachsen. Ich weiß ja nicht warum, weil ich eigentlich bin ich ja hier nie in der Welt drin, ohne aufzunehmen. Dann müssen die Bäume ja irgendwann während einer Aufnahme gewachsen sein. Das wäre mir aber neu. Ist ja egal. Genau, und hier drüben hatten wir einen Weg angefangen, den zu machen. Das sieht auch abgefahren aus. Hier kann man irgendwas draus machen noch. Und dieser Weg führt uns ja Richtung... ich müsste lügen, um das jetzt zu sagen. Genau, genau, an diesen Ausgang hier. Genau, genau, das war, das wusste ich natürlich. Hier muss unbedingt noch Bäumchen hin. Wir hatten ja ein paar Setzlinge gerade noch eingesammelt. Also hier muss unbedingt noch Bäumchen hin, denn hier soll man nicht durchlaufen können später. Und deswegen muss natürlich auch noch vielleicht... Weil hier steht ja schon ein Setzling, aber ich glaube hier an der Ecke... In den Ecken wachsen die richtig schlecht. Machen wir das mal so gerade. Und dann... Müssen wir uns hier natürlich, wir müssen uns hier ein bisschen durchwursteln. Das soll ja schön verwuchert sein. Das ist ja der Plan gewesen dahinter. Aber dafür müssen wir halt die Bäume auch ein bisschen stutzen hier und da. So, hier geht es auch angenehm weiter. Hier müssen auf jeden Fall, hier fehlen noch sehr, sehr viele Bäume. Jetzt haben wir keine Setzlinge mehr. Und sprechen kann ich auch schon nicht mehr. Wir hatten doch in der letzten Folge Glowstone geholt, oder irre ich mich? Hatten wir oder hatten wir nicht? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht so recht. Aber das gefällt mir hier sehr gut, muss ich sagen. Das gefällt mir schon sehr gut. Und hier muss man natürlich noch kleine Lämpchen aufbauen, damit das nicht ganz zu dark ist. Aber das würde ich gern... Also die Lämpchen nicht direkt am Weg bauen, sondern so ein bisschen in den Wald hinein, dass halt der Weg nur schwach beleuchtet ist. Und ich hoffe, wir haben nicht auf... Ne, wir stehen auf normal, das ist super. Und hier haben wir auch noch sehr, sehr viel zu tun. Da brauchen wir aber auch noch sehr, sehr viele Ranken für. Um das dann alles schön auszuschmücken. Und sehr, sehr viel Stein brauchen wir auch noch. Damit wir das alles schön ausbauen können. Aber wir haben hier tatsächlich auch ein bisschen Stein. Vielleicht fangen wir damit einfach ein bisschen an. Und mal gucken, was sich so ergibt in den laufenden Aufnahmesessionen. Denn ich möchte ja auch... Also ich bin kein großer Freund davon, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Kein großer Freund davon, wenn... ich einfach immer nur eine Sache mache. Einfach nur an einer Baustelle bauen oder so. Das zieht mich immer irgendwie ein bisschen weg und ich muss unterschiedliche Sachen machen. Das gefällt mir insgesamt viel besser. Da kann ich mich viel mehr bei entspannen, möchte ich sagen. Ja, ja.
So, und hier müssen wir natürlich noch sehr, sehr viel tun. Als erstes würde ich ganz gern einiges, was hier so Erde und so ein Scheiß ist, gegen Fels austauschen, also gegen Stein entsprechend. Wie zum Beispiel das hier, das ist nervig. Ja, okay, dann machen wir das hier alles noch ein bisschen weg. Das hier muss auf jeden Fall alles Fels werden. Ich würde jetzt gern sehr, sehr wenig Erde hier drinne. Und es nervt so ein bisschen, wenn hier alles voller Erde rumklebt. Und da ist mir natürlich nichts zu teuer, muss ich sagen. Also nichts ist mir zu teuer, außer dieser eine Stein. Da traue ich gerade ein bisschen drum, dass ich den jetzt gesetzt habe. Denn den muss ich wieder abreißen gleich. Oder wir machen das einfach so. Und so. So vielleicht. Passt das auch. Alles gut. Dann machen wir jetzt einfach hier nach und nach ein bisschen die Erde so weg. Und setzen dafür Fels. Und würde sagen, da können wir doch ganz zufrieden sein am Ende. So, ich hoffe nur. Ich glaube, ich schmeiße noch ein bisschen Cobblestone in den Ofen, denn ich befürchte, das wird nicht reichen, was wir hier haben. Oder haben wir noch was im haben wir noch was im Ofen? Glas? Glas? Joko. Stein meine ich natürlich. Gut, das ist jetzt nicht allzu viel tatsächlich. Machen wir das mal so. Haben wir überhaupt noch Cobblestone? Ich glaube, wir haben gar nicht mehr so viel. Wir haben aber noch ein bisschen Fels. Den können wir auf jeden Fall benutzen. Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Hier haben wir sehr viel Kies. Wo ist das ganze Kies her? Weiß ich nicht mehr. Und hier ist auch noch Fels. Dann reicht es aber auf jeden Fall. Oder Stein. Warum ich jetzt immer Fels sage, weiß ich gar nicht. Nennen wir es halt einfach Stein. Das ist doch ein schöner Begriff dafür. So, dann gehen wir mal zurück. Und hier in dem Tunnel muss irgendwie noch ein bisschen dekorationstechnisch was passieren. Aber da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Keine Ahnung, wie wir das machen. So, und hier tauschen wir jetzt einfach alles, was so Erde ist, gegen Fels aus. Ach, Mann, gegen Stein. Ja, du weißt ja, was ich meine. Hat sich sogar gereimt. So. Und auch da oben das, das da. Ich verwechsel das immer. Ist das jetzt hier, ist das Granit, ist es nicht. Also muss es Andesit sein, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Und was ist es? Granit, verdammt! Wann ist denn Granit rot? Ist das normal? Hat Granit diese Eigenschaften? Ist das normal für Granit, solche Eigenschaften aufzuweisen? Ich weiß es nicht. Da ist Holz. Ich habe gerade gedacht, das ist eine Druckplatte. War gerade ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. So, und hier... Ja, aber mir fällt es eigentlich auch lieber, muss ich sagen. Wenn wir hier schon alles austauschen, dann machen wir es eben auch richtig. Das Ding ist, dass dann natürlich der Eingang so ein bisschen zerwurstelt wird dadurch. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. So, nehmen wir uns die Schaufel zur Hand und tauschen das hier auch nochmal eben aus. So, ist doch wunderbar. Und dann nur noch hier das Stückchen Wand. Das können wir ja auch mal auf die Schnelle machen. So. Vielleicht so und so. Vielleicht kann man da noch ein bisschen was dran machen. Und dann vielleicht bis hier so hin so ein bisschen würde ich es machen. Dass hier drin echt kein Dirt und kein Gras mehr ist. Das würde mir sehr gut zu Angesichte stehen. Das war einfach nur so, oder? Wir machen das aber so ein bisschen so hier. Denn das Portal würde ich auch gern so ein bisschen, naja, nicht verdecken, aber schon so ein bisschen einmauern. Das gefällt mir jetzt noch nicht so gut. Da kann man vielleicht hier noch so ein bisschen was machen. Naja, das wird schon ganz okay. Aber auch nur ganz okay. So, das muss dann noch raus. Das ist doch bestimmt Andesit, oder? Was ist das jetzt? Diorit, verdammt! Was ist denn? Ich kann das nicht auseinanderhalten. Das geht einfach nicht. Bin irgendwie zu dumm. So. Okay, dann haben wir das so ein bisschen. Machen wir da nochmal eins hin. Und da. Und da. Und dann ist das so ein bisschen wulstig. Das passt ja. Wulstig ist immer gut. Die Wand ist mir noch ein bisschen zu gerade. Und vielleicht können wir hier so ein bisschen eher so ein, naja, wie ein Torbogen daraus machen. Aus Stein und möglichst natürlich. Und dann müssen wir natürlich das hier noch ein bisschen natürlichen. So, vielleicht auch hier nach unten hin. Geh weg. So, dann machen wir das einfach so. So. Ja, machen wir einfach so hier. So, zack, zack. Dann ist es da halt ein bisschen höher gewachsen. Ja, scheiß doch der Hund drauf. Leider gibt es ja keinen bemoosten normalen Stein. Weswegen wir wohl später auf bemoosten
Pflasterstein zurückgreifen müssen, befürchte ich. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Machen wir das hier alles noch so ein bisschen. Ein bisschen cheaten müssen wir, damit wir hier den Stein ein bisschen sparen können. Deswegen lassen wir die Erde hier, wo man sie eh nicht sieht, halt einfach drunter. So. Ja, also hier würde ich es ganz gerne noch so ein bisschen dann, ich sag mal, ausfaden lassen. Jetzt ist die Schaufel natürlich kaputt. Dass man hier und da nochmal so einen Fels im Boden hat. Ein Fels in der Brandung natürlich auch. So, das machen wir. Da machen wir noch Fels. So, ja, Wunderbärchen. Da noch und hier oben vielleicht noch oder... na, hier vielleicht nicht mehr unbedingt, aber hier nochmal einen hin. Und dann vielleicht tatsächlich hier dahinter nochmal einen. So. Dass das aussieht, als ob das so natürlich... Naja, ob das so natürlich aussieht, bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, aber man kann es ja versuchen. So, und da oben können wir ja dann, da müssen wir eh dicht machen. So ein bisschen, damit das nicht ganz so scheiße aussieht. Und hier auch noch ein bisschen, damit das nicht ganz so scheiße aussieht. Aber gut, wie dem auch sei. Wir bräuchten, wie gesagt, Ranken, damit man... Achso, den Glowstone müssen wir natürlich auch noch verbauen. Das Ding ist natürlich, genau dafür möchte ich ja ganz gerne die Ranken haben. Damit ich den Glowstone so ein bisschen versteckeln kann. Hinter den Ranken halt entsprechend, logischerweise. Und ich weiß jetzt noch gar nicht so richtig, wie ich hier anfangen soll. Vielleicht setzt man das einfach so in die Ecken rein, den Glowstone, so dass man sagt, hier. Und dann halt entsprechend da so Ranken davor, damit die da so ein bisschen das zuwuchern können. Das wäre doch ganz angenehm, oder? Ich weiß es nicht. Wo kann man jetzt noch Glowstone reinpappen? Vielleicht da oben in die Ecke noch, das sieht auch ganz gut aus hier. Hier so ein bisschen, da hat man hier auch Licht. Ist doch super. Wahrscheinlich spawnen hier nachher unendlich viele Viecher. Also unendlich viele, möchte ich sagen. Wir werden hier... Ah, das ist doof. Vielleicht dann doch eher da oben, vielleicht da so mittig. Also da so. Dass man hier auf die Seite noch so ein bisschen Stein davor pappen kann. Damit das nicht ganz so extrem auffällt. You know? So vielleicht? Hä? Ist doch okay, oder nicht? Haben wir schon mal 3 Glowstone gesetzt. Das ist ja super. Könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Hier muss noch auf jeden Fall irgendwas hin. Hier irgendwie. Und natürlich auch hier. Und dann ist die Mitte wahrscheinlich relativ dunkel. Wir gehen das mal schlafen. Lasset uns schlafen gehen, damit es schnell wieder Tage wird. Und wir sowieso weiter im Prinzip unter Tage arbeiten.